Hallo miteinander, ich bin gerade in einem laufenden Wohngebiet unterwegs mit meiner Gitarre, denn ich habe eine Story-Antwort bekommen und da gehe ich jetzt hin und spiele das Lieblingslied vor. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Junge Menschen, die sich für den Landtag in Baden-Württemberg bewerben. Darf ich Ihnen Flyer von mir mitgeben für die Landtagswahl? Ich hoffe, ich überfalle Sie jetzt nicht. Wir begleiten 5 Parteikandidaten in einer Februarwoche jeweils an 3 Wahlkampftagen. Mancherorts ist die Halbwertszeit von so einem AfD-Plakat schon relativ kurz. Aber wir hängen sie halt relativ hoch und zurzeit, zumindest alle, die wir bisher aufgehängt haben, hängen mal noch. Wie werden Sie Ihre Wählerinnen und Wähler trotz Corona, trotz Lockdown erreichen? Digitaler Wahlkampf. Können das die Jungen besser? Ich heiße Sie und euch herzlich willkommen aus der kleinen Bühne in Ettling zu meinem Online-Event Klimagerechtigkeit gehört in die Landesregierung. Sie alle sind Neulinge und gehören zu den Jüngsten auf der Wahlliste. Da dürfen wir auch nicht, hier ist Kirche. Da vorne an der Haltestelle, siehst du das? Das ist echt blöd hier, das ist echt richtig, richtig blöd hier. Mit welchen Themen wollen die jungen Kandidaten da hinein? In den Landtag. In ihrer Heimatstadt Finstal ist Aisha Fahir schon am Ortseingang, nicht zu übersehen. Vor ihrer Wohnung Kartons voller Wahlwerbung. Unvergessen der Moment, als sie sich erstmals auf einem Wahlplakat sah. Wenn man hier mal schaut, da ist mein Gesicht deutlich größer als in echt. Und genau, als die Palette, das ist eine riesen Palette gewesen, als es angekommen ist. Und dann habe ich die erstmal geöffnet und dann waren halt auch direkt diese A0-Plakate oben. Und dann habe ich es aufgemacht und war so, wow. Aber ist auch irgendwie echt cool. Am Vormittag Videokonferenz. Sie schwört ihr Team auf den wichtigsten Termin der Woche ein. Eine Podiumsdiskussion für Klimagerechtigkeit. Wie ihr wisst, diese Woche steht ganz im Zeichen des Klimas, Klimagerechtigkeit. Wir wollen gemeinsam die Klimagerechtigkeit in die Landesregierung bringen. Am liebsten will sie dazu persönlich einladen. Ihr Wochenziel, über 300 Online-Teilnehmer an der Podiumsdiskussion. Ich habe eine Einladung für Sie und zwar zu meiner Veranstaltung zum Thema Klimagerechtigkeit und dass wir die Klimagerechtigkeit in die... Ich mache gerade in der Briefkasten vorne, ja? Okay, alles klar mache ich. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich auch hier in meinem Heimatdorf Finstal. Da bin ich doch auch noch mal ein bisschen nervöser irgendwie. Ein Plakat oder irgendwo war schon was, ne? Ja, genau. Ja, ich hänge hier überall. Genau, eben. Eigentlich hängt sie überall. Das hab ich jedenfalls schon gesehen, ja. 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 Okay. Ist ja noch eine sehr junge, ne? Ja, ist doch gut. Finde ich in jedem Fall gut. Ja. Ich bin auch hier im Gemeinderat als Gemeinderätin. Genau, deswegen, wenn Sie auch irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen haben, melden Sie sich gern. Bei mir steht alles hier drauf. Bitte. Und zwar finde Ihr gesamtes 12-köpfiges Team ist im Wahlkreis unterwegs und stimmt sich ständig untereinander ab. Wie läuft es bei euch so? Ich bin gerade noch mal schnell heim mit der Marion. Wir holen gerade Nachschub. Geht es bei euch auch langsam aus? Braucht ihr auch Nachschub? Wie läuft's? Ganz goldig war, wir hatten eine ältere Dame, die uns dann an der Haustür ihre frisch gebackenen Kekse angeboten hat. Und die hat gemeint, ich finde es gut, wenn da mal ein bisschen neuer Schwung auf den Plakattafeln zu sehen ist. Die Landtagswahlen und ich wollte Ihnen einfach eine Einladung persönlich übergeben. Ich schmeiße Ihnen in den Briefkasten. Okay, super. Darf ich Ihnen mal noch einen Kandidatenflyer von mir mitgeben? Sie sind der Kandidat. Ich bin der Kandidat für die Landtagswahl. Genau. Okay. Darf ich Ihnen den mal mitgeben? Dann weiß ich ja, wenn ich nicht wählen muss. Ach so. Never ever. Und wenn es die einzige Partei wäre, die zu wählen wäre,
dann würde ich nicht wählen. Weil ich die AfD einfach nicht abkann, weil die nur Scheiße redet. Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber für mich ist das alles Blödsinn, was die da labern. Wir haben schon einige, die auch verbal dann austeilen, aber da muss man drüber stehen. Also da muss man sich anfangen, ein hartes Fell zu legen, das ist so. Kräftiger Gegenwind auf dem Friedrichshafener Wochenmarkt für AfD-Kandidat Christoph Höge. Der 31-jährige Elektroingenieur bleibt freundlich. Sein Ziel, allen zeigen, wie seriös er selbst und wie seriös die AfD ist. Zwei Bock auf der rechten Arschlöcher. Eine andere Partei hat vielleicht ein besseres Image, aber eine andere Partei, die gehen halt auch nicht dahin, wo es auch wehtut und wo man auch wachrüttelt. Ja? Ah, die ist ja meine Partei, Mensch. Doch Christoph Höge bekommt auch Zuspruch. Schönen guten Morgen. Darf ich Ihnen mal einen Flyer mitgeben von uns? Am 14.03. ist Landtagswahl. Ja, bis jetzt immer gewählt. Sehr schön, prima. Die machen wenigstens was für uns. Was machen die für uns? Die Wahrheit sagen und nicht so wie die CDU, die liegt uns bloß an. Dürfen wir Ihnen doch bei Zustimmung von zu weit rechts außen geht Christoph Höge demonstrativ auf Distanz. Bleiben Sie ein bisschen auf Abstand, mir dürfen sonst. Ich bin der Kandidat hier am Bodensee. Ich bin Friedrich, da war Zustand aus dem Vaterland. Ja, das. Da. Von der Hege. Morde, Einbrechen, Vergewaltigung, der war weg. Wenn es darum geht, irgendwo an die Zeiten anzuknüpfen von 33 bis 45, das ist nicht unsere Position. Dann sind Sie bei uns aber falsch. Das war anscheinend einer, der eigentlich nicht zu uns gehört, glaube ich. Der ist eher, glaube ich, in dem Bereich NPD angesiedelt und das wollen wir nicht haben. Zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt, fühlt sich Höge vor allem durch die Medien. Besonders von den Öffentlich-Rechtlichen. Wollen Sie uns Angst machen? Nein, natürlich nicht. Aber das Problem ist ja, es kommt ja gar nichts über die AfD. Wir werden totgeschwiegen und sind dabei größte Oppositionsfraktion im Bundestag. Und deswegen bin ich der Meinung, ist auch die GEZ nicht mehr gerechtfertigt. Der junge AfD-Wahlkämpfer muss jetzt dafür sorgen, dass die Plakate nicht heruntergerissen werden. Mancherorts ist die Halbwertszeit von so einem AfD-Plakat schon relativ kurz. Aber wir hängen sie halt relativ hoch und zurzeit, zumindest alle, die wir bisher aufgehängt haben, hängen mal noch. Levin Eisenmann heißt der Mann, den die CDU Konstanz aufgestellt hat. Sein zweiter Vorname, Perfektionist. Aufnahmen für seinen Instagram-Kanal. Ich studiere Jura und ich habe von Anfang an gesagt, ich mache, egal wie die Wahl im März ausgeht, im Herbst mein Examen, weil mir berufliche Unabhängigkeit wichtig ist. Das heißt, wenn ich in den Landtag komme, gebe ich 100% fürs Mandat und 100% fürs Studium. Egal wie die Wahl. Samstagnachmittag im Wahlkampfbüro. Der 23-jährige CDU-Kandidat überlässt nichts dem Zufall. Alles muss sitzen, alles muss glänzen. Die User stellen Fragen. Sollen Jüngere wählen dürfen? Hin zu einer einheitlichen Regelung beim Wahlrecht. Und das heißt, wählen mit 16 auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sowie ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht auch bei der Landtagswahl. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Unterstützer, mehr Stimmen. Sein Wochenziel, die Zahl der Follower zu erhöhen, sodass seine Postings gelesen, seine Filme gesehen werden. Und Lob und schmeichelnde Fragen, auch nicht schlecht. Besonders lustig finde ich immer, wenn die Frage kommt, warum jemand so sympathisch ist wie ich in der CDU aktiv ist. Und ganz oft kommt auch die Frage, ob ich noch Single bin. Auch das ist ja ganz amüsant. Ja, er ist derzeit noch Single. Und zum guten Image gehört auch ein wenig Selbstironie. Levin, was ist dein Lieblingsedelgas? Mein Lieblingsedelgas ist Helium. Perfekt. Super. Ihr habt eure Plakate alle? Großvaters Garage dient als Wahlkampfdepot. Plakatieren steht auf dem Programm. Leon Genelins Wahlkampfteam, sein Großvater und zwei Freunde. Der mit 21 Jahren jüngste FDP-Kandidat hat ein ehrgeiziges Wochenziel. 450 Plakate aufhängen. Wir hängen ja selber auf, wir haben keine Firma oder so engagiert, sondern wir hängen alles selber. Und dann ist das Ziel einfach, möglichst viele so hoch zu bekommen, möglichst sogar alle.
An diesem Samstag ist die Ulmer Oststadt dran. Leon Genelin zieht mit seinem Opa los. Da dürfen wir auch nicht, hier ist Kirche. Da vorne an der Haltestelle, siehst du das? Das ist echt blöd hier, das ist echt richtig, richtig blöd hier. Da vorne ist zum Beispiel einer frei, unter Volt gehen wir. Auf das Plakatdesign mit dem gedruckten FDP-Wahlprogramm ist der junge Kandidat besonders stolz. Das hier soll vor allem eins zeigen, dass wir nicht nur mit irgendwelchen Sprüchen glänzen, sondern auch mit Inhalten. Ja, und da haben wir jetzt hier ganz explizit aus dem Wahlprogramm Bildungsbereich, Schulbereich haben wir da rausgenommen, weil das eigentlich das Thema ist, womit ich am meisten auch mache. Genau, kann jeder rangehen, ein bisschen was lesen oder auch einfach schauen, wo steht es denn drin. Ja, also man kann es auch im Internet am Handy nachlesen zum Beispiel. Bildung und Digitalisierung. Mit dem Thema macht der junge Student Wahlkampf. Auch sein Großvater findet das wichtig. Prima, prima. Nee, ich bin auch der Meinung, es wird auch Zeit, dass wir ein bisschen mehr Jugend in unser politisches Leben reinkriegen. Weil die Welt verändert sich so schnell. 450 Plakate in einer Woche. Eine sportliche Aufgabe. Und sind Plakate überhaupt noch zeitgemäß? Ich glaube, sonst würden viele gar nicht mitbekommen, was Wahlkampf ist. Ja. Gerade wenn man nicht so in der Thematik ist und keine Plakate hängen, dann vergessen es wahrscheinlich doch viele. Außerdem gibt das Plakatieren auch schöne Schnappschüsse für Facebook und Instagram. Nachbarn haben gefragt, wer ist denn das, ist dein Sohn oder wählen wir dich? Denke ich mal, erst nachdem die Bilder hängen und Leute sich auch gucken, mal, das ist der Erwin, was macht denn der da? Also wenn man rumläuft oder rumfährt und sein Gesicht überall hängen sieht, ist es natürlich mit gemischten Gefühlen verbunden. Einerseits fragt man sich, oh, hoffentlich gehe ich niemanden auf den Keks. Ich für mich selber bin froh, dass die Plakate jetzt hängen. Da, wo ich hin will, da muss ich damit klarkommen, dass es öffentlich ist und dass Öffentlichkeit geschaffen ist. Und das will ich mir auch zunutze machen. Erwin Köhler ist 25 Jahre alt und der jüngste Kandidat der Grünen. Sein großes Thema? Nachhaltigkeit. Klar, dass seine Plakate und Flyer alle recycelbar sind. Bitte schön. Super, perfekt. Gönn dir. Danke dir. Danke fürs Helfen, gell? Wieder, gell? Ciao. Über soziale Medien versucht er von seinem Wohnzimmer aus Wähler zu erreichen. Sein Wochenziel, möglichst viele Ständchen an der Haustüre einsammeln mit einer Instagram-Challenge. Wer ihm Fotos seiner Wahlunterlagen schickt, soll am Ende der Woche mit einem Ständchen überrascht werden. Doch werden genug Leute mitmachen? Erwins Schwester hilft ihm bei der Aktion. Es ist spannend, es macht Spaß, weil ich ihn ja auch ein bisschen unterstütze mit dem Social-Media-Zeug. Die ganzen Follower, die ich habe, sind halt in meinem Alter, also 16 bis 20 oder so. Und die möchten wir halt erreichen, deswegen haben wir das so gemacht. Und für die ältere Zielgruppe regelmäßig Online-Videokonferenzen. Ich heiße euch herzlich willkommen heute Abend quasi im Wahlkreis Eppingen in so einer gemeinsamen Runde über soziale Arbeit. Vielen langsam fast die Puste aus. Mit dabei die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brandner. Die Dimension unseres Lebens, auch, aber gerade mit Blick auf die soziale, doch zunehmend auch sichtbarer werden. Corona-Wahlkampf aus dem elterlichen Wohnzimmer. Sollten es die jungen Kandidaten in den Landtag schaffen, dann würden sie zumindest den Altersdurchschnitt verbessern. Der liegt zurzeit bei rund 57 Jahren. Die Jugend scheint lieber auf der Straße Politik zu machen. Da stellt sich die Frage, brauchen wir eine Jugendquote? Nein, ich denke nicht. Ich bin auch gegen eine Frauenquote, gegen eine Rentnerquote. Wir können nicht jede Bevölkerungsgruppe quotieren. Die Parteien müssen dafür sorgen, was ein gutes Angebot vorhanden ist. Und wir erzählen die Idee nicht das Alter oder das Geschlecht oder sonst irgendwas. Nein, also eine Quote braucht man gar nirgends. Ich bin der Meinung, die Leistung, der Leistungsgedanke muss im Vordergrund stehen und nicht die Quote.
Quoten sind insgesamt ein sehr gutes Instrument, um unterrepräsentierte Gruppen in einem Parlament besser zu repräsentieren. Aber Jugend allein ist noch kein Programm. Und ich möchte in den Landtag gewählt werden, um mehr Mut für Solidarität eben nach Baden-Württemberg zu bringen. Wir brauchen keine Quote, aber wir brauchen junge Menschen, die sich engagieren wollen. Und wir brauchen vor allem Parteien, die jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Ich befürworte eine Jugendquote auf jeden Fall. Da ich finde, dass echt alle Generationen mitentscheiden sollten, was die Zukunft bringt. Christoph Högel arbeitet unterdessen an seiner Wahlkampfausdauer. Zusammen mit Freund Ronald, der auch pakistanische Wurzeln hat. Ein wenig will der AfD-Kandidat natürlich demonstrieren, dass er auch in Sachen Toleranz fit ist. Natürlich kein Quotenausländer. Er ist der Bruder von meiner Ex-Freundin. So haben wir uns kennengelernt. Die Beziehung ist zwar in die Brüche gegangen, aber die Freundschaft hat sich gehalten. Grundsätzlich sowieso steht für mich immer der Mensch im Vordergrund. Und zumal ich mit den Ansichten der AfD ja eigentlich auch sympathisieren kann. Ja. So, wie heißt das Gericht jetzt? Schwäbische Linsen heißt es. Schwäbische Linsen? Ja. Wenn man es jetzt richtig machen würde, würde man die Spätzle auch noch selber machen. Ja, dann machst du doch richtig. Ja, das wäre jetzt zu viel. Das wäre zu viel Aufwand. Ist das nicht der Nationalstolz der Schwaben, da ihre Spätzle? Das stimmt eigentlich, das stimmt. Aber, shame on you. Zur AfD kam Högel während der Flüchtlingskrise 2015, als er mit der Ausländerpolitik der regierenden Parteien nicht zufrieden war. Ich finde, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen aber qualifizierte Zuwanderung. Das ist der Unterschied. Wir wollen eben nicht Einwanderung in unsere Sozialsysteme fördern, sondern gezielt die Menschen, die gut ausgebildet sind, die sich integrieren wollen, die die Sprache sprechen, die wollen wir fördern, die wollen wir haben. Ja, weißt du, was wir vergessen haben? Die Seitenwürstle. Was für Würstle? Die Seitenwürstle, vergessen. No! Aber glaub, die machen wir fix warm im... Beim Schwäbischen Nationalgericht übt der gebürtige Thüringer allerdings noch die qualifizierte Zuwanderung. Freund Ronald schmeckt es trotzdem. Lass es schmecken. Ich nehme euch heute auch ein bisschen mit auf dem Tag. Als erste besorgen wir noch zwei Kleinigkeiten, die aber vorerst noch geheim bleiben müssen. So, ich habe jetzt das Roll-up der FDP abgeholt und fahre jetzt am Veranstaltungsort. Das ist der Abraham, Rüttel Abraham in Ulm. Leon Gennelin hat einen wichtigen Wahlkampftermin, der auf Facebook und Instagram live gestreamt werden soll. Für die Aktion hat sich der junge FDP-Kandidat eine Ulmer Traditionskneipe ausgesucht. Dort wird er gleich FDP-Landeschef Michael Theurer zum Gespräch treffen. Der 21-Jährige ist froh, als Neuling überhaupt so viel Parteiunterstützung zu bekommen. Es kommt natürlich schon vor, was man mal irgendwie seltsam beäugt wird, wenn man jetzt irgendwelche Anträge oder so einbringt, ja. Auf der einen Seite kommt auch viel Unterstützung, jetzt gerade das Event mit Herrn Theurer zum Beispiel oder auch der Geschäftsführer des Landesverbands hat mich angerufen und gefragt, ob ich Unterstützung brauche. Check mal aus, das geht, ja. Okay. So, hallo Leon. Hallo, Herr Theurer. Grüß dich. Hi, schön, dass wir uns sehen. Ja, freut mich auch, was es geklappt hat. Genau, jetzt war die Frage, sind wir per Sie oder per Du? Wegen mir gerne per Du. Ja. Ich glaube, wir waren das schon mal. Ah, schön, dass wir uns sehen. Immer wichtig mit der Katze zu Hause. Online-Präsenz ist auch für Leon Gennelin wichtig. Auch wenn sein Wochenziel, 450 Plakate aufhängen, warten muss. Eine Stunde lang soll es jetzt um Wirtschaft und natürlich Bildung gehen. Ich begrüße heute den Michael als Gast. Erstmal ganz kurz vielleicht zu mir. Ich bin der Landtagskandidat der Freien Demokraten im Wahlkreis 64 Ulm. Ich bin Leon Gennelin, 21 Jahre alt. Der junge Kandidat wirbt auch deshalb digital um Wählerstimmen, weil es Wahlkampfstände in Ulm wegen Corona nicht geben wird. Darauf haben sich alle Wahlkreiskandidaten geeinigt. Blätter auszudrucken kann nicht das Ziel sein. Erstens müssen wir dafür sorgen, dass die Kinder eigene Geräte haben. Ja. Deswegen ist ja auch die Forderung da, was wir die Kinder mit Technologie, mit Hardware ausstatten wollen. Ja. Zwei Themen sind uns da wichtig. Das eine ist, dass die Generationengerechtigkeit bei den öffentlichen Finanzen gewahrt bleibt. Leon Gennelin hat alle seine Themen untergebracht. Und wie viele Zuschauer hatte der Livestream? Mit allem zusammen über, also fast 40. Ne? 20 und 15, oder?
Ja, so die Tour ist in Ordnung. Ja, das ist, für die Uhrzeit ist das klasse, da kann man nichts sagen. Ja, das sollen wir noch ein. Ist ja real, wären ja jetzt auch nicht mehr Leute. Also genau. Wenn wir jetzt da real in so einem Stammtisch sitzen würden, dann hätten wir jetzt nicht mehr Teilnehmer. Ja, das ist richtig. Knapp 40 Online-Zuschauer. Gleich im Anschluss noch ein virtueller Kandidatentalk mit der IHK, danach FDP-Sitzung und nebenher auch noch Studium. Warum tut sich das ein 21-Jähriger an? Das frage ich mich auch manchmal. Nein, also es macht natürlich unglaublich viel Spaß, auch wenn es anstrengend ist. Ja. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, wenn es vorbei ist, wenn es geschafft ist, ja, wenn ich dann wieder ein bisschen Freizeit habe. Auf der anderen Seite ist es eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ja, ich lerne sehr viel, ich darf mit vielen Menschen sprechen, ich nehme viel mit. Hallo miteinander. Mittlerweile bin ich in Eppingen angekommen, in der Backstube Stier. Die machen Biogebäck und beliefern auch die Region. Ein echter Marathontag für Erwin Köhler. Zuerst zwei Betriebsbesuche. Also junge Politiker sind auf jeden Fall Hoffnungsträger. Und vor allen Dingen ein junger Politiker, der denkt noch mal ein bisschen anders. Der ist nicht so eingefahren, der ist noch ein bisschen experimentierfreudiger. Der Zehnter-Chef und danke dir. Es ist einfach. Danach mit dem kulturpolitischen Sprecher der Grünen im Landtag, Manfred Kern, zum nächsten Termin. Eine Diskussion über die Lage der Kulturszene in Eppingen. Wie kann man mit dieser Pandemie oder eben auch danach wirklich weitergehen und weitermachen? Das interessiert mich einfach wirklich und deswegen bin ich für diesen Austausch immer zu haben. Wie können wir ein Fangnetz aufspannen? Ja, was für Möglichkeiten gibt es noch für die Künstler, Künstlerinnen, die jetzt nirgendwo reinpassen? Ich bin also wirklich derjenige, der durchs Raster fällt. Ich bin seit über 20 Jahren selbstständig, habe eine kleine Firma aufgebaut, die Baden-Württemberg bekannt ist. Und mir wurde, wie vielen auch, der Stecker einfach gezogen am 18. März. Und ich stehe jetzt einfach da, ich krieg nichts mehr. Nada. Einen Fall, wo ich interveniert habe, muss ich das zugeben, in meinem Wahlkreis. Da ist nämlich genau das Gleiche passiert. Habe ich interveniert und dann hat die Entscheidung revidiert. Ich bin selber Musiker, ich kenne viele Musizierende und ich weiß auch, was es bedeutet, Veranstaltungen zu organisieren, Veranstaltungsreihen zu organisieren und ich weiß auch, was da dahinter steckt an Wille und auch an Kraft von denjenigen, die es tun. Ich habe ja öfter mal gefragt, wen wir als meinen Nachfolger haben und ich muss sagen, ich habe ihn jetzt kennengelernt und würde sagen, wenn einer geeignet ist, dann er. Am Abend, nach 8 Stunden Wahlkampf, dann noch Gemeinderatssitzung in Laufen am Neckar. Hier hat Erwin Köhler seit 7 Jahren ein Mandat. Die Tage im Wahlkampf, sie sind lang. Aisha Fahir geht es ähnlich. Wahlkampf kostet Zeit. Das gemeinsame Kochen mit der Mutter kommt häufig zu kurz. Ihr Vater stammt aus Sri Lanka und lebt auch wieder dort. Die Familie hatte es nicht immer leicht. Meine Mutter ist alleinerziehend und wir mussten auch am Ende vom Monat oft jeden Cent umdrehen. Und ich habe mir nie erklären können, warum das so ist und warum es für manche ganz normal ist zu studieren und für andere das so weit weg ist. Und ja, dann habe ich mir gesagt, ich möchte gegen die Ungerechtigkeit was machen. Und dann war die SPD die Partei, die auch dafür steht. Die 23-Jährige begann dann, Politikwissenschaften zu studieren. Ihr Gerechtigkeitssinn, so sagt die Mutter, treibe Aisha an. Bin ich wirklich sehr stolz, dass sie das auch so durchzieht, ja, weil da schon viel dahinter hängt. Ja. Später folgt Aisha Fahir noch einer Einladung in den Kulturtempel in Karlsruhe. Ein Kulturgespräch mit Lokalpolitiker soll live im Netz gestreamt werden. Natürlich geht es ausführlich um die Nöte der Kulturschaffenden in der Corona-Krise, aber es wird auch durchaus persönlich. Und so verrät Aisha ihren ganz besonderen Musikgeschmack. Linke Rockmusik, feine Sahne oder auch Antilopengang und so höre ich echt sehr gerne. Und auf der anderen Seite liebe ich Schlager, sowas wie Helene Fischer oder also Partyschlager. Die CDU dann. Nein. Termine wie dieser in Karlsruhe sind eher selten und eine wohltuende Abwechslung in diesem von Corona geprägten Wahlkampf. Ich versuche, so gut wie möglich jeden Termin wahrzunehmen, zu dem ich eingeladen werde. Aber auf den Termin habe ich mich natürlich auch besonders gefreut, weil Kunst und Kultur auch für mich ein wichtiges Anliegen ist.
Der Tag ist nach der Sendung für sie aber noch lange nicht vorbei. Auf ihrer Instagram-Seite postet sie, wie bis spät in die Nacht Plakate gekleistert und aufgehängt werden, um für ihr Klimaschutz-Event in 3 Tagen zu trommeln. Vielen Dank. 2,10 Euro bitte. 3,70 Euro macht's bitte. 6,40 Euro bitte. Schönen Tag noch. Levin Eisenmann bei der Arbeit. Studentenjob immer freitags. Äpfel und Feldsalat verkaufen auf dem Konstanzer Wochenmarkt. Schönen Tag. Aber Wahlkampf ist irgendwie immer. Ich lege sehr viel auf Nachhaltigkeit Wert. Soll ich Ihnen einen Flyer mitgeben von mir? Ciao. Ich werbe natürlich dafür, dass wir Politik machen, jetzt für die Themen, die in den nächsten Jahren eine Rolle spielen. Also ich bin mit 23 ein junger Kandidat und ich werbe auch damit zu sagen, dass Nachhaltigkeit nicht irgendeine Floskel für mich ist, sondern dass ich Nachhaltigkeit in allen Bereichen wirklich als Grundlage meiner politischen Entscheidung nehmen kann. Freitagabend. Levin Eisenmann auf dem Weg in seine WG. Er freut sich auf ein Werbevideo, das der bayerische Ministerpräsident Markus Söder höchstpersönlich für ihn aufgenommen hat. Ja, wo ist es? Insofern freue ich mich, Levin Eisenmann, alles Gute zu wünschen. Viel Erfolg für seine Kandidatur für die Landtagswahl. Ich würde mich freuen, wenn in Baden-Württemberg die Südschiene wieder neu etabliert wird. Ja, cooler Typ. Und dadurch, dass er das ja wirklich so auch persönlich macht, also sagt, dass er selber ja auch mal wo kandidiert hat, wo mindestens ein umstrittener Wahlkreis war, also wo jetzt die CSU noch nicht immer das Landtagsmandat gewonnen hat. Das macht doch Mut. Ja. Schnell noch den Insta-Account checken. Gab's Reaktion. Nur, die WG hat Hunger. Wer geht das Essen holen? Ich gehe, ja. Wie immer. Wer Wahlkampf macht, kommt wenig zum Kochen. Sie nennen das, wir unterstützen die örtliche Gastronomie. So, also, guten Appetit. Ja, guten Appetit allerseits. Lecker. Lasst es euch schmecken. Nach dem Essen eine Runde Verdauungszocken. So richtig loslassen, gar die Kontrolle aus der Hand geben, das fällt dem CDU-Mann schwer. Ja, habe ich, aber das wird sich auch noch ändern. Fragt mich mal. Kaboom. Nein! Die Kuh kam in. Oh Mann! Und ja, gewinnen ist einfacher als verlieren. Ein guter Verlierer. Nein. Aber deswegen gewinne ich auch die Landtagswahl. Guter Punkt. Aber ich meine, ich glaube, das ist also keiner von uns in der WG. Aber das Schöne ist, dass wir uns dann eigentlich immer recht. Wir werden schnell wieder freundlich zueinander. Klimawandel mitten in Europa. Armut. Krieg. Menschen auf der Suche nach Schutz und Sicherheit. Globale Verwerfungen, die auch hier im Land zu spüren sind. Die Politik steht vor riesigen Herausforderungen. Deshalb einfach mal die Frage an die Jungen. Wie wollen Sie die Welt retten? Ich möchte die Welt retten, indem ich eine neue Normalität gemeinsam mit euch gestalte. So solidarisch, gerecht und klimafreundlich wie nie zuvor. Indem ich konkrete, lösungsorientierte und pragmatische Politik vor Ort mache. Und indem ich die Themen angehe, die die Menschen hier vor Ort umtreibt. Die Welt kann man nicht retten, aber man kann wenigstens den Platz, an dem man lebt, besser machen und dadurch Vorbild sein für andere Orte auf der Welt. Und so will ich die Welt retten. Also ich bewerbe mich ja um ein Landtagsmandat und da gibt es genug, was in Baden-Württemberg im Argen liegt. Hier gibt es genug zu tun, dem will ich mich annehmen. Und die Welt, ich glaube, da müssen sich andere Leute drum kümmern. Viele Probleme lassen sich in meinen Augen lösen mit einer guten Bildungspolitik. Wir brauchen eine vernünftige Umweltpolitik und eine nachhaltige Wirtschaftspolitik. AfD-Kandidat Christoph Högel ist unterwegs zu einer Podiumsdiskussion in Konstanz. Das Thema Werte. Dafür nimmt sich der 31-jährige Elektroingenieur auch mal frei. Werte sind sehr, sehr wichtig. Werte sind das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Das ist der Kleber unserer Gesellschaft. Ein Leben als Berufspolitiker, für ihn eine Option. Aber auch Traumberuf?
Nee, also ein Traum nicht. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich sowas gar nicht machen bräuchte, dass ich ganz normal wie bisher mein Leben dem normalen Beruf nachgehen kann. Aber ich mache es halt, weil ich es als notwendig erachte, weil ich sehe, dass in unserem Land einiges schiefläuft und das möchte ich beheben. Auf zur Podiumsdiskussion. Auch da hat der AfD-Kandidat sein Wochenziel fest im Blick. Seriös auftreten als verfassungstreuer Wertkonservativer. Ein Wolf im Schafspelz? Nein, definitiv nicht. Also ich habe eigentlich in der gesamten Woche jetzt, die wir jetzt zusammen sozusagen verbracht haben, wo sie mich begleitet haben, mich so gezeigt, wie ich bin. Und ich sehe da keinen Wolf, ja, und überhaupt keinen Schafspelz. Von daher, nein. Ja, hallo Alice. Grüß dich. Ich muss dich nur darauf hinweisen, du musst eine Maske tragen. Am Ende seiner Wahlkampfwoche hoher Besuch. Alice Weidel will am Infostand in Friedrichshafen den jungen Kandidaten unterstützen. Er ist ein enorm junger, engagierter, speditiver junger Mann in einem vernünftigen Beruf. Und darauf bauen wir natürlich. Es ist die Zukunft der Partei. Ne? Es ist die nächste Generation, auf die wir dann natürlich auch bauen. Aber er ist 31, das ist schon ein ziemlich reifes Politbambi. Ja, vielleicht so im Gegensatz zu anderen Parteien schon, aber immerhin, ne? 11 Jahre jünger als ich. Ja, schauen Sie, das ist ja aber auch genau das, was wir kritisieren an den anderen Parteien. Ja? Die kommen aus ihrer Jugendorganisation hinaus und haben noch nie in ihrem Leben gearbeitet in einem bürgerlichen Beruf. Ich bin jetzt mittlerweile fast 10 Jahre in einem bürgerlichen Beruf, habe studiert, habe Erfahrungen am Arbeitsmarkt gesammelt und ich glaube, das ist für die Politik auch schon wichtig. Ein guter Abschluss für eine perfekte Wahlkampfwoche, resümiert Christoph Högel. Und auch, wenn es noch ein weiter Weg bis in den Landtag ist. Dürfen wir Ihnen mal einen Flyer mitgeben? Möchten Sie mal reinschauen? Am 14.03. ist Landtagswahl. Können Sie mal reinschauen, wenn Sie mögen. Tschüss. Wir haben es natürlich hier mit einem für die AfD sehr schweren Wahlkreis zu tun. Aber wir sind durchaus zuversichtlich. Warum soll das nicht klappen? Ja, also Überraschungen gibt es immer. Und wir tun alles dafür, dass es klappt. Heute ist ein besonderer Tag im Wahlkampf von Erwin Köhler. Er setzt sein Wochenziel um. Wer Erwin ein Foto der Wahlunterlagen postet, darf sich ein Ständchen wünschen. Hallo miteinander, ich bin gerade in einem laufenden Wohngebiet unterwegs mit meiner Gitarre. Denn ich habe eine Story-Antwort bekommen und da gehe ich jetzt hin und spiele das Lieblingslied vor. Ich habe jetzt schon mehrere Sachen bekommen. Der Wahlkreis hatte 19 Orte, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Disposition betreiben, wo ich wann bin. Aber heute geht's ja los und ich habe richtig Bock. Hallöle, liebe Annika. Ich habe dir ein Lied mitgebracht. Corona-konform vor der Haustüre, trotz Eiseskälte. Aber das schafft Aufmerksamkeit in der ganzen Nachbarschaft. Das allererste, was ich auf jeden Fall so richtig arg voranbringen würde, wäre das Wahlalter für den Landtag auf 16 Jahre zu reduzieren. Es gibt viele Dinge, die mich stören, aus welchen Gründen ich auch in den Landtag will, aber das ist das allererste. Weiterhin gesund bleiben auf jeden Fall und ans Wählen gehen denken, jetzt wo der Brief da ist, könnt ihr ja einfach Briefwahl beantragen. Das geht mittlerweile auch auf dem Digital und eine Anleitung gibt es auch auf meiner Homepage tatsächlich, wenn irgendwas unklar sein sollte und ihr könnt mir jederzeit schreiben. Alles klar. Wunderbar. Immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Ciao. Du bist wirklich saudum. Darum geht's dir gut. Gitarre spielen und singen hat der 25-Jährige in verschiedenen Bands gelernt und dann sein Hobby auch zum Beruf gemacht und Kulturmanagement studiert. In der ersten Runde bringt er es auf 10 Ständchen. Das reicht für sein Wochenziel. Deine Gewalt ist nur ein Stromschrei nach Liebe.
deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. So mein Wunsch, dass Demokratie erlebbarer wird und halt besser verstanden wird. Ich glaube, das ist gut für die gesamte Gesellschaft, weil unsere Zukunft liegt ja auch in unseren Händen. Herzlichen Dank! Und mal was ganz anderes als das Übliche an der Tür klingeln und irgendwelche Informationen ganz pomadig verteilen. Ich find's super. Dankeschön. Tschüss. Bis bald. Bye, bye. Nur wer es wirklich will, stellt sich samstagmorgens in den eiskalten Winterwind. Levin Eisenmann will es wirklich vor Ort sein und auch am Ende der Wahlkampfwoche stets freundlich bleiben. Darf ich Ihnen Flyer von mir mitgeben für die Landtagswahl? Ich hoffe, ich überfalle Sie jetzt nicht. Okay. Bitte schön. Und einen Glückskeks von mir. Bitte schön. Von welcher Partei? Von der CDU bin ich. Ich habe gestern gerade die anderen gewählt. Oh nee. Ja, mit Briefe. Echt? Und wen? Ja, wen? Bitte schön. Jawohl. Und noch einen Kugelschreiber. Danke. Traubenzucker. Schwierig, gell? Zwar jetzt. Und ganz wichtig, alles wird sofort live gepostet. Neue Fans und Follower sollen her. Das war ja sein Wochenziel. Diese Standaktionen jetzt sind eigentlich eine der wenigen Präsenztermine, wo die Leute wirklich persönlich auch Kontakt mit jemandem haben, mit dem Kandidaten haben können. Und da habe ich natürlich von Anfang an, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das hier die einzige Möglichkeit sein wird, weil damals halt Corona noch nicht da war. So ein Wahlkampftag von Levin Eisenmann hat mehr als 12 Stunden und es ist mühsam. Kampf um jede Stimme, auch auf dem Konstanzer Marktplatz. Ich finde vielmehr, dass gerade so jemand jung ist wie ich wirklich auch den Fokus darauf legen kann, worauf es jetzt wirklich ankommt. Nämlich auf Generationengerechtigkeit in allen Bereichen. Dass wir in 10, 20, 30 Jahren eben genau noch so auf einem lebenswerten Planeten leben, auch mit den guten Umständen, die wir im Moment haben. Und da will ich einfach was bewegen und deshalb kandidiere ich. Im Wahlkampf taucht auch immer wieder die Frage auf, wie ist das mit ihm und der Spitzenkandidatin, der Susanne Eisenmann? Hi. Also netterweise vom Chef. Ja, Herr Eisenmann, hat er was mit der Frau? Das bin ja ich. Ich bin ja der Herr Eisenmann. Und haben Sie was mit der Frau? Nee, habe ich nicht. Eisenmann, also weder Verwandt noch Verschwäger. Ich auch, ich will ihn. Das ist... Korrekt, ja. Levin Eisenmann ist motiviert, geduldig und sehr zielstrebig. Darf ich Ihnen noch einen Flyer mitgeben von mir? Denn, ach, ihr kennt euch. Ja. Bin der Landtagskandidat. Dankeschön. Hier, bitteschön. Und sein Wochenziel? Follower-Check. Hat er die Zahl steigern können? Wir haben im Laufe der Woche und mit heute haben wir auch noch mal deutlich Follower dazugewonnen, haben wir über 40 dazugewonnen seit letzter Woche Samstag. Das ist doch super. Aisha Fahir hat die ganze Woche auf diesen Tag hingearbeitet. Samstagabend, live aus einem kleinen Theater in Ettlingen, gibt es gleich die Podiumsdiskussion zum Thema Klimagerechtigkeit. Mit dabei Wissenschaftler, Naturschützer und Fridays for Future-Aktivisten. Sie ist zuversichtlich, ihr Wochenziel zu erreichen. Wenn wir das wieder erreichen, dass 250, 300 Leute zum Schluss zugeschaut haben, dann freuen wir uns sehr. Und ich glaube, dann sind wir auch überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Kandidierenden, die so Live-Veranstaltungen machen. Die letzten Tonprobleme werden rechtzeitig gelöst. Ein Gast wird zugeschaltet, zwei sind vor Ort. In einer Viertelstunde fangen wir dann an. Ja, ist in Ordnung. Okay, super. Gestreamt wird gleich auf YouTube und Facebook. Etwas Anspannung ist spürbar, dann geht es los.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen aus der kleinen Bühne in Ettlingen zu meinem Online-Event Klimagerechtigkeit gehört in die Landesregierung. Die Online-Zuschauer, ihr könnt gern jederzeit... Eine gute Stunde geht es um Klimawandel, Erderwärmung und die Folgen. Und dann ist das Wochenhighlight auch schon vorbei. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die Zeit ist verflogen wie im Flug. Ich habe dann mal zwischendurch auf die Uhr geschaut und wow, eine Stunde ist schon rum. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich bin jetzt auch erleichtert, es ist alles gut gelaufen. Ah, geh mal auf. Ich gehe auf Freeze-Pure, musstest du wahrscheinlich erst. Und jetzt schnell nachschauen. Das Wochenziel. Haben Sie mehr als 300 Teilnehmer erreicht? So, 379 Personen erreicht. Jetzt schauen wir mal kurz, was das bedeutet. Ja, also dann haben wir doch aber unser Ziel erreicht. Über 300 Leute haben wir erreicht. Ja, das mit YouTube zusammen auf jeden Fall. Ja. Das Fazit einer intensiven Woche. Harte Arbeit. Oh ja, die Woche war sehr anstrengend. Ich glaube, wir waren jetzt die letzten 3 Tage nur draußen, nur in der Kälte bei -9 Grad, haben geflyert, haben alles gemacht. Aber ja, ohne das tolle Team, was ich habe, würde ich das nicht schaffen. Hallo, kommst du noch rein? Dagegen ist Leon Gennelin doch eher Einzelkämpfer. Mit seinem kleinen Team hält er hauptsächlich Online-Kontakt. Sein Jugendzimmer, die Wahlkampfzentrale. Quasi inhaltliche Arbeit, die Vorbereitung ist digital, alles passiert alles hier. Aufnahmen, man kennt es aus verschiedenen Streams, Online-Gesprächen, hier alles, genau. Von hier aus pflegt der Ulmer FDP-Kandidat seine Social-Media-Kanäle. Natürlich erstmal der Alltag wird immer abgelichtet, ja. Also was mache ich? Ich möchte so Leute ein bisschen mitnehmen auf den Alltag. Wie sieht so ein Wahlkampf aus? Wo bin ich unterwegs? Wie investiere ich meine Zeit? Dann das nächste wäre natürlich irgendwelche Inhalte, die wir quasi setzen wollen, die wir transportieren wollen. Also das Bildung natürlich ganz groß, sieht man da in den beiden Kacheln, wo wir einfach selber Themen setzen und Vorschläge setzen wollen. Der 21-Jährige studiert Wirtschaftswissenschaften an der Uni Ulm und lebt daher noch bei seinen Eltern. Ist günstiger. Bei der FDP ist er erst seit 3 Jahren. Da sei auch viel Zufall dabei gewesen. Dann bin ich eines Nachts sehr spontan bei der FDP und bei den Julis beigetreten, weil ich einfach mal schauen wollte, was passiert da, was erwartet mich da, wenn ich mir das mal von innen angucke. Ja? Wie geht man mit mir um, was bekomme ich auch als Service quasi, als Mitglied. Ja, das hat mir gefallen. Ja. Ich bin dann nach und nach immer weiter durch Zufall reingerutscht. Samstagabend. Nächste Plakatierrunde mit seinem Großvater. Das Wochenziel, 450 Plakate, hat er noch nicht ganz geschafft. Wir haben einiges gemacht, einige kleine Kommunen am Rande abgegrast vom Wahlkreis. So 350 Plakate ungefähr haben wir geschafft. Nicht ganz, weil es kamen viele Presseanfragen rein, aber viele. Fünf junge Menschen im Landtagswahlkampf. Nebenher Studium oder Beruf. Die Wahl könnte vielleicht ihr Leben verändern. Daher die Frage, wo sehen Sie sich in 20 Jahren? Natürlich wünsche ich mir, dass ich in 20 Jahren sagen kann, ich habe in dieser Legislatur von 2021 an, vielleicht auch noch in der zweiten oder in der dritten, richtig viel bewegen können für Klimaschutz und für eine nachhaltige Gesellschaft. Das würde ich mir sehr wünschen. Glücklich mit meiner Familie am Küchentisch sitzend, mit dem Bewusstsein, politisch einige Dinge richtig in die Wege geleitet zu haben. Puh, gute Frage. Also in 20 Jahren, das ist natürlich eine lange Zeit und so weit kann man eigentlich gar nicht in die Zukunft gucken. Deswegen bin ich ein Mensch, der eigentlich eher sich kleine, nahe Ziele setzt und nicht so weit in die Zukunft schaut. Wer weiß, ja, vielleicht in einem Bürojob, vielleicht in einem Parlament, vielleicht ganz woanders. Ich kann es noch nicht sagen, ich lasse es auf mich zukommen. In 20 Jahren möchte ich in einer Normalität leben, in der ich unabhängig von meiner Hautfarbe, meines Geschlechtes, meiner Religion, meiner Herkunft sein kann, wer ich will und werden kann, was ich will. Keiner der 5 rechnet wirklich damit, gleich beim ersten Mal direkt in den Landtag zu ziehen. Aber ein Anfang ist gemacht. Am 14. März gilt es. Und wie wird es Ihnen am Wahltag wohl ergehen?